Da sind wir wieder zurück in einer neuen Folge Heroes Hour und einem neuen Versuch. Letztes, ja, Spielchen war ja ganz okay. Also das 1 gegen 1 hier Inselkrieg haben wir zum Glück mal gewonnen. Ist das... Mal ganz kurz gucken. Kann ich das hier irgendwie noch schöner machen? Nee, ne? Ja, machen wir das mal so. Textglättung. War gerade ein bisschen komisch, als ich es gestartet habe. Gut, wir machen mal eine kleine Insel. Ich würde gerne... Kann man Teams machen? Das würde mich mal interessieren, ob man hier quasi Teams formen kann. Nee, geht hier nicht. Kleinstadt, Stadt, Weiler. Okay. Kann man noch die Startdinger aussuchen. Okay, hier auch One-on-One, allerdings mit zwei freien Städten. Wir machen mal den Steppenroller. Nehmen uns... Lamento, Arkan, Säule, Verfall, Horde. Wir machen mal Säule. Jetzt können wir unseren Startcharakter auswählen. Ja, keine Ahnung. Wir nehmen mal den Panda-Bären. Wir nehmen mal Tono. Wir nehmen mal wieder Gelb. Ah, Team 1. Seht ihr? Da konnte man es machen. Und zwar machen wir einen Teamkampf. Team 2. Hier wieder zufällig. Team 1. Und zufällig Team 2. 2 und 2. Wir zusammen mit dem Blauen gegen Lila und Gelb. Ach Quatsch, wir sind ja Gelb. Ach, das ist gegenüberliegend. Nee, das machen wir mal anders. Ich würde gerne, dass die nebeneinander liegen. So, zack. Ja, alle gegen uns, auch super. Und du bist die 1. So, also. Mit dem Grün zusammen gegen Blau und Lila. Wir spielen Säule und starten hinein. Mal gucken, ob wir überleben. Ich habe zwischendurch nochmal eine einzelne oder eine eigene... Oh, das ist ja doch auf der anderen Seite. Naja, egal. Nochmal eine eigene Partie gemacht. Hat wieder super geklappt. Ja, hab ich wieder schön auf den Sack bekommen. Aber gut. So, wir upgraden gleich mal. Warum sieht das so komisch aus? Warte mal. Kann ja nicht sein. So, Autoskalierung. Ja. Sieht immer noch komisch aus. Obwohl, doch, das könnte hinkommen. So, Pagode am Himmel. Gewährt jeden Tag einen Edelstein. Taverne, wissen wir. Wir machen erstmal ein paar Bestien. So, den Panda. Rückstoß. Kraft, Gesundheit, Schaden. 368. 9. Was kannst du? Krieger kann fliegen, wenn ihm keine Angriff möglich ist. Bewegt sie sich schneller, kann ausweichen. Gegner, die im Tod nahe sind, können von ihr ergriffen werden. Das ist eine coole Eigenschaft, wie ich finde. Ich finde den Panda trotzdem besser. Außerdem sind wir ein Panda, deswegen müssen wir natürlich auch Panda-Power machen. Gut. Und mir wurde der Tipp gegeben, ich soll... Achso, ich muss erstmal einen Helden auswählen. Erstmal natürlich die Minen einnehmen. Also Holz wird wahrscheinlich schon mal das Erste sein. Wir gehen mal gleich auf die Holzmine hier. So, ich habe gleich mal automatisch auf Tempo 2 gemacht. Okay, die Pandas rocken schon mal. Ja, ein bisschen was verlieren wir, aber es ist sehr übersichtlich. 4 Einheiten haben wir verloren, das geht doch, klar. Und gleich mal Upgrade. So, 250 pro Rang, das ist sehr gut. Kreaturen der Armee, Heldensterne pro Rang, Zerstörungszauber zu wirken, das ist mir egal. Chance, Gegner ins Goldstadt zu wandeln, wodurch diese sofort getötet werden. Oh. Ach, das ist natürlich auch... Hier, wir machen das. Aber das andere... müssen wir uns auch mal antun. Anspruchsvoll. Kriegen wir den noch? Nein. Okay. Alter, er... Er fegt gleich mal mit 2 Einheiten los. Ist das eine Taktik, die wir auch machen sollten? Wir können uns ja mal so ein bisschen nach ihm richten. So, dann machen wir die Taverne. Und holen uns gleich mal einen zweiten Helden. So. Kämpfer, schnelle Angriffe. Mutation. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier ist.
So, ihr startet von da, ihr kommt von da. Und wie sagt die Blobs? Keine Ahnung. So, man kann übrigens auch mit Linksklick sagen, was sie angreifen sollen. Okay, 6 von den Kämpfereinheiten verloren. Aber immer noch gut. So, jetzt machen wir auf jeden Fall Gabe des Midas. Was ist das eigentlich? Gesundheit pro Rang, wenn eine Einheit einen großen Tod schickt, gibt der Held 20 Sekunden Einheit, wird 3 Sekunden lang immun. Oh. Oh mein Gott, das machen wir. So, der erste. So, dann gehen wir weiter nach hier oben. Da haben wir nochmal ein paar freie Ressourcen. Und mit ihm hier gehen wir einfach auch mal weiter. Ach, kick mal hier, grüner Obelisk. Sammeln wir erstmal kurz die Obelisken ein. Ich glaube nicht, dass er irgendwie im Kampf uns was bringt. So, das bringt uns aber schon mal einiges. Das bringt uns schon mal ein bisschen mehr. So, was macht unser Kompagnon? Okay, er deckt erstmal nur auf. Was ist das? Alter, er hat gleich den Gegner nebenan. Oh, das tut mir leid für ihn. Einfach. Okay, dann holen wir uns die Einheit. Ihr seid Skelette. Sampen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Schleim. Tauscht mal durch, bitte. Und du gehst hier mit hin. Du gehst mit nach unten. So. Mal ein bisschen mit Taktik arbeiten. In der Hoffnung, dass es was bringt. So, ein Panda-Bär nur verloren. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Und direkt die nächste Mine freigeschaltet. So. Ja, du sammelst erstmal fleißig, dass ein was freiliegt. Bringt einen Zauber bei. Flammenschlag. Okay, sehr gut. Upgraden. Ja, wir machen die Halle des Handwerks. So, ich hätte gerne genau eine Fernkampfeinheit. Das wäre... Achso, okay, sind beides Einheiten. 44,8. Okay, der wäre besser, hat aber auch mehr Einheiten. Und das macht brennen. Okay, dann nehmen wir definitiv das. Und wir holen uns auch gleich mal die Einheiten. Bevor die Woche vorbei ist. Rosé Fuego. Okay, neutraler Held. Der ist immer okay. Larger. Larger. Kann der Held kostenlos alle Straßen aufdecken für 2500. Das verstehe ich übrigens immer noch nicht. Okay, ich verstehe nicht, was mir das bringt. Einfach. Kick mal, hier kann man sogar noch was angreifen. So, Bergman oder Meinwachen? Kann ich ja eigentlich? Nee. Weiter nach vorne geht nicht. Warte mal, ihr postiert euch mal hier. Ihr hier. Obwohl, warte mal, meinen Helden können wir ein bisschen nach hinten machen. So. So, versucht mal durchzuschieben zu den Fernkämpfern. Ah, ein Schleimi haben wir verloren. Aber die Schleimis, damit kann ich leben. Yes, upgrade. Ja, ich nehme mal das mit dem Gold erstmal. Und danach machen wir hier Gabe. Oh, wir machen Gabe des Midas erstmal. Gold ist erstmal nicht so wichtig. Na? So. Einmal plus 200 pro Stufe. Okay, sehr gut. So, dann machen wir jetzt das Gold. Und holen uns mal die Einheiten. Sind da noch ein paar übrig? Mit dem können wir erstmal noch alles einsammeln, was frei liegt. Und wir upgraden. Ah ja, die Krankenstube. Ganz wichtig. Der sammelt aber auch erstmal nur freien Kram ein, ne?
So, ich muss unbedingt die Minen holen. Kann man da Leute rekrutieren? Nein. Er ermöglicht die Produktion von Nicht-Fraktionskreaturen und stellt zwei Einheitenplätze zur Verfügung. Der Preis der Kreatur erhöht sich. Achso. Aus Versehen hier irgendwas angeklickt. Nee, passt schon. So, schwer, schwer. Unmöglich. Anspruchsvoll, anspruchsvoll. Unmöglich. Fast unmöglich. Fast unmöglich. Schwer, anspruchsvoll. Ich würde gerne nicht so viele Einheiten verlieren. Wir laufen erstmal weiter rum. Wir sammeln erstmal weiter das ein, was wir bekommen. Okay, von diesem Turm rechts unten. Mit Gemüse. Hier. Nee, Zauberbuch nicht. Also hier oder hier, eins von beiden. Warte mal. Ist ein bisschen weit weg, ne? Aber es müsste hier sein. Das sollte hinkommen. So, als nächstes. Was bringt mir das? Gewährt den Tag einen Edelstein. Okay, bringt uns einen Edelstein und ist nicht ganz so teuer. Mittlere Menge Golderz. Gewährt ihr einmal pro Woche eine mittlere Menge an Gold. Erhöht stark den Kurs. Verleiht allen... Oh ja, zwei Abwehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Status-Update sollte man tatsächlich nicht verachten. Was bringt mir denn dieser Kackhälter eigentlich? Eigentlich überhaupt nichts, ne? So, wir gehen mal kurz weiter. Tja, scheiße. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. So, die Panda-Bären und nähern sich von oben. Seid ihr beides? Ihr seid doch keine Fernkämpfer. Schneller Angriff. Gut, dann kommt ihr mit nach hier unten. Ihr bleibt auf jeden Fall hinten. Und los geht's. Ah, ich hätte die Fernkämpfer besser schützen sollen. Alter, meine Pandan. Pandan. Okay, wir haben gewonnen, aber wir haben etliche Verluste hinnehmen müssen. So, Chance, einen Zerstörungszauber zu wirken. Erhöht Gesundheit aller Kreaturen für den ersten Rang. Einheiten der gesamten 20%, das machen wir mal. Das habe ich jetzt eigentlich freigeschaltet. Palast der Fraktionen. Säule. Gewährt 250 Gold. Okay, na gut, damit kann ich leben. Hier ist übrigens der Blaue. Wahrscheinlich geht es hier unten dann zum Blauen. So, wir graben erstmal den Schatz aus. Ja. Okay, wir haben keine Energie mehr. Aber wir haben den Schatz schon gefunden. Sehr schön. So, ganz dringend natürlich das. Für Geld. Also, wir müssen uns mit dem Blauen beschäftigen. Was ist denn eigentlich mit dem Helden hier? Warum bewegt er sich nicht? Unserer bewegt sich. So, hier müsste eigentlich auch das... morgen fängt der neue Tag, die neue Woche an. Wie kommt man denn hier hin? Kiek mal einer an. Ah, man muss das Portal freischalten. Verstehe, verstehe. Kristalle oder XP? Ich nehme mal die XP. So, Planung. Verringert Ressourcenkosten in deiner Stadt. Oh ja. Ja, definitiv das. So, jetzt müssen wir doch mal die Armeen zusammenfügen. Architect. Verbessert die Stadtentwicklung und zahlt... Was? Und zählt als Errichtung von 4 statt 1 Gebäude. Was? Erhöht die Einnahmen um 5... Ja, komm.
Bringt uns Gold. Was ist denn mit diesem Helden? Kann ich den bewegen? Bin mir unsicher. So, El Panda holt sich natürlich erstmal alles. Mann. Ach, weil ich... Weil das Gebäude genau unter diesem Punkt hier ist. Das ist auch super. So, wir müssen uns trotzdem noch treffen mit dem anderen. Wie gesagt, erst sollte ich die Minen irgendwie versuchen einzunehmen. Du bleibst erstmal zu Hause. Wobei ich mit dem eigentlich leveln müsste. Aber wir bleiben erstmal bei unserem Hauptprotagonisten. Wobei wir könnten... Warte mal. Wir können uns das ja mal aufteilen. So, da machst du jetzt mal den Kampf. Und unser Hauptheld, der wartet einfach hier, holt sich dann die Einheiten ab und zieht dann weiter. So können wir wahrscheinlich ein bisschen mehr aufräumen innerhalb von ein paar Tagen. Gut, verbesserte... Was fehlt mir da? Was ist das? Edelsteine. Achso, muss ich erst sammeln. Okay. Verbessert Behausung der Kreaturen Kämpfer anheuern können. Verbessert die Taverne. Achso, nee. Verbessert Behausung, Kreaturen kann man verbessern. Grundproduktion beträgt 13. Zwei von denen. Okay, kostet mich keine Einheiten. Keine Ressourcen. Ja, ja, Alter. Wie kommen die denn auf so viele Einheiten schon? Alter, ich krepel hier mit ein paar mickrigen Einheiten rum. Wir machen es aber mal so rum. Oh, die bleibt im Background. So. Okay, Schleimis. Ich glaube, Schleimis zu verlieren ist nicht so das Dramatischste. Alter, wir verlieren aber schon wieder sehr, sehr viele Gegner. Einheiten. Fast alle Panda-Bären sind im Eimer. Oh, das war keine gute Runde. Gibt, falls möglich, Quecksilber-Kreaturen in der Meer zu erschaffen. Quecksilbrige Kreaturen von der Meer erzeugt aus demselben. Ein Quecksilber, vier Quecksilbrige plus 2% in den Rang. Was? Ach, gibt Quecksilber aus? Nee, das will ich nicht. Ich mach mal Gleichgewicht, damit ich das hier machen kann. Unmöglich, unmöglich. Der wäre Mittel. Komm, dann holen wir uns... Okay, dann nehmen wir uns den Haupthelden. Und greifen mal den freien Helden an. Warte mal. Zack. Hallo? Und holen uns mal ihn. So, der hat nur Fernkampfeinheiten. Gut, ich habe auch keinerlei... Panda-Bären mehr. Aber sieht gut aus. Bis jetzt noch keine Einheit verloren. Ein Schleimi, ein Panda, zwei von drei von vier. Okay, jetzt krieg ich da nochmal ein bisschen auf den Sack, aber trotzdem noch eine gute Runde. So, das brauchen wir nicht. Erhöht die Produktion von Einheiten in der gesamten Stadt. Da muss ich aber erst das nächste wieder machen. Erhöht Gesundheit aller Kreaturen 15%. Das mache ich auf jeden Fall. Sehr gut. So, kriegen wir noch Lederbrustpanzer. Abwehrkreaturentempo, ultimativer Helm. Gut, da geht das Tempo wieder runter. Hier auch. Aber Angriff geht hoch. Und hier Wissen. Teil des Titanensets. Bonus bei drei Teilen. Einheiten werden immun gegen Rückstoß und haben mehr Gesundheit. Cool, ich muss also nochmal so eine Titan-Rüstung finden. Problem ist, ich kann, glaube ich, jetzt nichts mehr angreifen. Doch, das hier.
Kann ich noch Einheiten produzieren? Also neue? Oh, guck mal hier. Zack. Geld. Immer wichtig. Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor dem Blauen tatsächlich. So, hier kriegen wir nochmal Einheiten. Können wir nochmal rüber verschieben? Mittel. Ja, sollten wir hinkriegen. So, du kannst campen. Und wir holen uns... Kreaturstelle. Ja, T-Reiter. Komm. Neue Einheit. Können wir mal hinterher schicken. Mal campen beenden. Okay, er sucht aber auch den Schatz. Rosé Fuego. Warte mal, bevor du angreifst, kriegst du nochmal neue Einheiten. So, was können wir denn noch machen? Hier, verbesserter Panda, das machen wir auf jeden Fall. Easy. So, da unten sind die Spinnies. Ja, wenn, dann würde ich gerne mit denen losziehen und mit den T-Reitern. Wobei, eigentlich müsste ich meinen Helden immer nach vorne schicken. Wenn der stirbt, ist ja eigentlich scheißegal. Da kriegst du ja keinen Malus. Da sind schon mal die ersten Pandas tot. Oh ja, ein bisschen was haben wir verloren. Jawoll. Heilt tote Einheiten, nachdem du den Kampf gewonnen hast. Jeder Rang holt seine verbleibenden Opfer zurück in die Armee, allerdings mit abnehmenden Erträgen. Okay. So, hier kriege ich 2 Quecksilber pro Tag. Schwere Armbrust. Ja, komm. Titanstiefel, sehr gut. Titan-Set, so, krieg ich auch gleich eine Errungenschaft. Das Titanen-Set haben wir. Sehr gut. Ach, und das können wir auch mit reinmachen. Das bringt uns jetzt nochmal was. Einheiten werden immun und haben mehr Gesundheit. Sehr gut. Schwer. Schwer. Welchen Tag haben wir? Oh Gott, wir sind noch gar nicht so weit. Schwer. Unmöglich. Nochmal unmöglich. Problem ist, ich kann aber auch gerade keine Einheiten mehr generieren. Ah, ich kann jetzt nicht hier sinnlos rumstehen und nichts machen. 3 Tage lang. Oder 4 sogar. Schwer. Ich will allerdings auch nicht meine Einheiten verbraten. Ich kann aber auch nichts generieren, ne? Nein. Scheiße. Zack, er holt sich. Ja, vielleicht soll ich mir auch einen dritten Helden holen. Vielleicht sollte ich mir auch einen dritten Helden holen. So anspruchsvoll jetzt. Warte mal, wir holen uns erstmal einen dritten Helden. Erstmal durchblicken hier. Nee, du bist der Falsche. What the fuck? Nee, stimmt, du. Anspruchsvoll. Na komm. Ihr geht dahin. Du kämpfst zusammen mit den Schleimis. Sie kommen von oben und ihr kommt von hinten. Ich habe halt keine Zauber, das ist halt ein Riesenproblem. So, da sind schon mal die ganzen Dicken weg. Wir haben erst einen einzigen Panda verloren. Okay, 3 Einheiten zu verlieren, das wäre jetzt immer noch gut. 4 Einheiten haben wir nur verloren. 5. Sehr gut. Und wir haben richtig viel bekommen, krass.
Verleiht dem Helden nach dem Kampf bis zu 4 Bewegungen pro Rang. Nee, erhöht das Glück von Kreaturen und verleiht Chancen 4% Wert. Kreatur verringert Ressourcenkosten für das Produzieren von Einheiten. Auch wichtig. Weil ich wirklich gerne auf Kampf erstmal gehen würde. Sterben für einen Zerstörungszauber zu wirken. Wir machen mal das hier nochmal. In Gold verwandeln. Schwer. Also es sah jetzt gar nicht so schlecht aus, muss ich zugeben. Kann ich eigentlich den Helden rauswerfen? Wie geht denn das? Kann ich Helden entlassen? Wir können ja mal einen hier vorne postieren. Und du bist mein Scout für zu Hause quasi. Das machen wir mal. Beschwörung. Kombiniere 3 Worte der Essenz, um eine beliebige Art von Kreatur zu beschwören. Zaudern. Verstehe ich nicht? Ah, okay. Ah, okay. Sommer. Wandel und Respekt. Oh, wir haben so viel Eisenerz. Hoffnung. Warte mal, wir machen Trefflichkeit. Ah, ich kann immer nur aus der einen. Okay, dann machen wir Trefflichkeit, Wandel und Hoffnung. Alter, das ist ja geil. Cool. Jetzt habe ich 8 von denen. Dame der Grube. Steig. Mittel. Ey, kiek mal, jetzt geht's doch. Quecksilber sollte man vielleicht als erstes machen. Du bist Fernkampf, ne? Du bist Fernkampf. Wieso ist denn eigentlich der Kämpfer hier mit drin? So, ihr könnt meinetwegen zusammen agieren. Ihr agiert zusammen. Ihr kommt von oben, der Held kommt von da. Ihr von unten. So. Wie gesagt, ich finde es bei meinem Helden eher uninteressant, ob der lange überlebt. Also er zieht sich jetzt auch schon mal zurück. So, die 3 hier noch und den letzten. Sehr schön. Nein, ich kann sie nicht. Krieg ich die noch? Nein, geht auch nicht, weil der Weg ist scheiße. Ach, gut, okay, meine Damen und Herren. Dann machen wir Schluss für heute. Sehen wir uns morgen wieder. Dann, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwann mal Kontakt haben zum Blauen. Wobei der hier noch nie aufgetaucht ist. Hier ist übrigens das Portal. 10. Ja, gut, ich kann es nicht einschätzen, ob das krassere Gegner sind als meiner. Also von der Anzahl her sind es mehr, aber ich weiß nicht, ob die wirklich gut sind. Gut, dann bis morgen zur nächsten Folge Heroes Hours, meine Damen und Herren. Tschüss und vielen Dank fürs Dabeisein.